Durch eine spektakuläre Spendensammelaktion für das Gesundheitspersonal ist Weltkriegsveteran Tom Moore in seiner britischen Heimat zum Corona-Helden geworden. Unter großer öffentlicher Anteilnahme feiert Captain Tom nun seinen 100. Geburtstag. Mehr als 140.000 Glückwunschkarten sind eingegangen. Sie füllen die gesamte Aula der Schule seines Enkels Benji. Zu den prominenten Gratulanten zählt auch Premierminister Boris Johnson. Captain Tom. Captain Tom, ich weiß, dass ich im Namen des ganzen Landes spreche, wenn ich Ihnen einen sehr herzlichen 100. Geburtstag wünsche. Ihre heldenhaften Bemühungen heben die Stimmung der gesamten Nation. Der frühere Hauptmann hatte sich nach einer Hüft-OP vorgenommen, bis zu seinem 100. Geburtstag 100 Mal mit seinem Rollator seinen 25 Meter langen Garten abzuschreiten und sich dafür sponsern zu lassen. 1.000 Pfund wollte er auf diese Weise für den Nationalen Gesundheitsdienst NHS zusammenbekommen. Mehr als 30 Millionen Pfund sind inzwischen auf Moores Spenden-Website eingegangen.